Hallo und herzlich willkommen zu TMTV. Statt einer Live-Sendung gibt es heute einen Ticker und morgen dann unsere große Live-Sendung zum Deadline-Day. Heute unsere Themen fix. Marcel Sabitzer verlässt RB Leipzig und wechselt zu Bayern München. Zudem ein Dreierpack auf dem Transfermarkt, möglicherweise beim BVB. Dalot, Hudson, Odoi und Pongracic im Fokus der Borussia. Und Dodi Lukebakio wechselt leihweise von Hertha zu Wolfsburg. Wir starten mit den fixen Deals und mit Marcel Sabitzer. Es ist nun offiziell und amtlich. Nach 6 Jahren verlässt der Österreicher RB Leipzig und wechselt zum FC Bayern München. Der Nationalspieler hält bei den Bayern einen 4-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Die Ablösesumme liegt bei etwa 15 Millionen Euro. Marktwert eigentlich 42 Millionen. Allerdings hatte er nur noch 1 Jahr Vertrag in Leipzig. Damit folgt er Julian Nagelsmann und Dayot Upamecano von Leipzig aus nach München. Gestern in Wolfsburg beim Spiel von RB stand der Österreicher schon nicht mehr im Kader. Kurt Zouma tauscht innerhalb Londons die Farben und wechselt vom FC Chelsea zu West Ham United. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger unterschreibt bei den Hammers einen 4-Jahres-Vertrag bis 2025. Die Ablöse für den französischen Nationalspieler beträgt dem Vernehmen nach 35 Millionen Euro. Laut The Athletic soll Zouma 145.000 Euro pro Woche verdienen, was ihn zum bestbezahlten West Ham-Profi macht. Maxwell Cornet wechselt von Olympique Lyon zum FC Burnley. Das gaben beide Clubs am Sonntag bekannt. Beim Premier League Club unterschreibt der 24 Jahre alte Außenverteidiger einen 5-Jahres-Vertrag. Laut OL bezahlt Burnley 15 Millionen Euro für den ivorischen Nationalspieler. 15% davon gehen allerdings an Cornets Ausbildungsclub, den FC Metz. Wir bleiben in Frankreich. OGC Nizza hat Torjäger Andy Delors von Ligakonkurrenz Montpellier verpflichtet. Der Stürmer, der in 106 Spielen seines bisherigen Clubs 47 Tore und 21 Assists beisteuerte, war bei Montpellier noch bis 2024 gebunden und soll OGC 10 Millionen Euro kosten. Nur 4 Spieler in der OGC-Geschichte waren bisher teurer. Nach dem Abgang von Paul Lirola zu Olympique Marseille ist die AC Florenz auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger fündig geworden. Am Samstag gab der Serie A-Club die Verpflichtung von Alvaro Odriozola bekannt. Der 25-jährige Spanier wird für 1 Jahr von Real Madrid ausgeliehen. Doch kein in Anführungszeichen Neuanfang bei RB Leipzig. Hee-Chan Wang verlässt die Roten Bullen und wechselt zunächst für 1 Jahr leihweise zu den Wolverhampton Wanderers. Laut Sky Sports besitzt der Premier League Club dabei eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro. Jürgen Ekelenkamp wechselt vom niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam zur Hertha nach Berlin. Der 21-jährige Mittelfeldspieler unterzeichnet in der Hauptstadt einen Vertrag bis 2025. Die Ablösesumme für den Niederländer, der bei der Hertha die Rückennummer 10 erhält, soll sich auf 3 Millionen Euro belaufen. Der VfB Stuttgart verstärkt seine Offensive nach dem längerfristigen Ausfall von Torjäger Sascha Kalajdzic. Omar Mamouche wechselt für 1 Jahr auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg zu den Schwaben, vorbehaltlich des Medizinchecks allerdings noch. Mamouche war in der vergangenen Saison bereits an St. Pauli ausgeliehen und überzeugte in Liga 2. Steven Zuber verlässt derweil Eintracht Frankfurt und schließt sich bis zum Saisonende auf Leihbasis AEK Athen an. Im Anschluss daran besitzt der griechische Erstligist eine Kaufoption. Diese soll sich laut Bild auf rund 2 Millionen Euro belaufen. Zudem spare die Eintracht das Gehalt von 3 Millionen. Wie der VfB Stuttgart bekommt auch der FC Augsburg Zuwachs in der Offensivabteilung. Der 22-jährige Schweizer Andy Sekiri wechselt auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion zum FCA. Und wie eingangs erwähnt, gibt es noch eine weitere Verstärkung für den VfL Wolfsburg zu vermelden. Dodi Lukebakio wechselt von Hertha BSC zu den Wölfen, das Ganze leihweise für eine Spielzeit. Der 23-Jährige hat in Berlin noch Vertrag bis 2024. Zu einer möglichen Kaufoption machten beide Clubs keine Angaben. Teun Koopmeiners wird seinen Jugendclub AZ Alkmaar verlassen. Das gab der 23-jährige niederländische Nationalspieler am Sonntag nach seinem letzten Spiel für AZ unter Tränen bekannt.
Der Mittelfeldspieler wechselt nach Italien zu Atalanta Bergamo. Der Deal soll den Serie A-Club 12 Millionen Euro plus 2 Millionen an möglichen Boni kosten. Wir starten in unsere Gerüchteküche und kümmern uns zunächst um Borussia Dortmund. Gleich drei Spieler könnten die Borussia möglicherweise noch verstärken. Auf der Außenverteidigerposition sicherlich noch etwas Nachholbedarf, das ist kein Geheimnis. Und entsprechend starten wir mit Diogo Dalot. Laut Sky ist sich der BVB mit Manchester United prinzipiell über einen Transfer des Außenverteidigers einig. Durch ist der Deal allerdings noch nichts, denn nach Angaben von Sky hängt ein Wechsel davon ab, ob United bis zum Ende des Transferfensters noch einen Ersatz für den portugiesischen Nationalspieler findet. Sollte dies der Fall sein, würden die Red Devils Dalot per Laie mit Kaufverpflichtung zum BVB ziehen lassen. Günstig wird wohl selbst die Laie allerdings nicht. Laut The Athletic fordert United eine Leihgebührenhöhe von 5 Millionen Euro. Weitere Personalie beim BVB im Gespräch: Callum Hudson-Odoi. Nach Informationen von Sky und auch des Guardian hat der BVB großes Interesse am Spieler vom FC Chelsea. Demnach würden die Schwarz-Gelben den 20-Jährigen, der bei den Blues noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, gerne ausleihen. Der Engländer möchte mehr Spielzeit, soll sich mit dem BVB auch bereits einig sein. Allerdings will Chelsea ihn aktuell wohl nicht per Laie ziehen lassen, zumindest sofern kein Ersatz in Aussicht ist. Aber Saul Niguez wird ja aktuell bei den Blues gehandelt. Wir warten ab. Und der dritte im Bunde, Marin Pongracic. Laut Bild-Zeitung steht die Laie des Kroaten von Wolfsburg zum BVB unmittelbar vor Abschluss. Eine Einigung zwischen allen Parteien sei bereits erzielt. Es handelt sich dabei um eine Laie für ein Jahr mit anschließender Kaufoption in Höhe von 12 bis 13 Millionen Euro für den 23-jährigen Innenverteidiger. Von 2012 bis 2014 stand Kevin Vogt insgesamt 61 Mal für den FC Augsburg auf dem Platz. Laut der Augsburger Allgemeinen arbeiten die Fuggerstädter nun an einer Rückkehr des Innenverteidigers von der TSG Hoffenheim. Gegenüber Sky hatte der 29-Jährige in Bezug auf einen möglichen Wechsel zuletzt ausweichend reagiert. Vogts Vertrag bei den Kraichgauern endet in einem Jahr. Einigt man sich nicht auf eine Verlängerung, ist im Prinzip nur noch jetzt eine Ablösesumme für den Rechtsfuß, der in dieser Saison bislang keine Minute verpasste, zu erzielen. Laut Bild ist der Wechsel von Christian Jakic von Dynamo Zagreb zu Eintracht Frankfurt fix. Demnach werde der defensive Mittelfeldspieler zunächst für ein Jahr ausgeliehen, ehe er einen Vertrag bis 2026 unterschreiben soll. Als Ablösesumme für den 24-Jährigen nennt das Medium eine Summe von 3 bis 4 Millionen Euro. Jakic, der wie der frühere Frankfurter Rebic aus der Jugend von NK Imotski stammt, wird am Montag zum Medizincheck bei den Hessen erwartet. Ex-HSV-Profi Lukas Hinterseher steht vor einem Transfer zu Hannover 96. Nach Angaben seines Trainers beim südkoreanischen Club Ulsan Hyundai, Myungbo Hong, wird der 30-jährige Stürmer die K-League nach nur 7 Monaten wieder in Richtung Deutschland verlassen. Dabei soll es wohl zu Hannover 96 gehen, das nach dem Abgang von Marvin Ducksch zu Werder Bremen Ersatz im Angriff sucht. Hinterseher war erst im Januar für 300.000 vom HSV zu Ulsan gewechselt. 28 Partien, 12 direkte Torbeteiligungen, seine Bilanz in der K-League. West Hams Verpflichtung von Kurt Zouma ist wie eingangs erwähnt fix. Zudem verhandeln die Hammers derzeit mit ZSK Moskau über einen Transfer von Nikola Vlasic. Laut Sky-Infos ist der Premier League-Club bereits die von ZSK Moskau geforderten 29 Millionen für den 23-jährigen Kroaten zu bezahlen. Die Verhandlungen um einen Transfer des Mittelfeldspielers, der noch bis 2024 Vertrag hat, stehen also kurz vor dem Durchbruch. Soweit also unser Update vom heutigen Tage. Morgen gibt es um die Mittagszeit einen weiteren Transfer-Ticker von uns und dann ab 16 Uhr unsere große Live-Sendung zum Deadline Day. Das solltet ihr euch natürlich nicht entgehen lassen. Lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal, kommentiert fleißig unterhalb des Videos. Wir sagen danke, haben wir immer noch zwei Links für euch oben. Unser Video mit allen Infos zur Rückkehr von CR7 zu Manchester United und einmal unten klicken für die Kaderplanspiele zu Bayern München. Bis bald, macht's gut.